Zwei Jahre stellvertretender Bezirksvorsteher Thomas Steinhardt bekommt zu diesem Anlass eine speziell entworfene Torte und freut sich rückblickend über die intensive Arbeit, die er in dieser Zeit für seinen Bezirk Simmering leisten durfte. Zum Jubiläum wird natürlich die Simmeringer Gastronomie besucht, darunter das Café Albrecht oder das Bier und Bier. Hier kann man nicht nur Gespräche führen und damit hineinhorchen in die Bevölkerung, sondern man unterstützt nach dem Corona-Lockdown mit jedem Getränk auch die Wirtinnen und Wirte des Bezirks. Erstens mal mit den Leuten in den Lokalen redet, den Leuten, die im Lokal angestellt sind, das Gefühl gibt, sie sind nicht allein, wir kommen her, wir schauen, dass man das verbreitet und wieder Stimmung reinkommt. Wir stehen auf der Straße und hören uns die Wünsche und Forderungen von der Bevölkerung an und versuchen sie in Anträgen umzusetzen, dann in der BV-Sitzung. In der Gegend kennt man Herrn Steinhardt gut. Er besucht sehr oft dieses Lokal. Also ich finde es urnett und er ist sehr menschlich, meiner Meinung nach. Halt. Für den Kaiser Ebersdorfer ist auch Simmering wie ein Dorf, wo jeder jeden kennt, auch wenn der Bezirk mittlerweile gewachsen ist und sich einiges getan hat. Nicht zuletzt auf Initiative des Bezirkspolitikers. Ich glaube, es gibt tolle Projekte in Simmering, wenn wir nur hernehmen, das Kanal Plus, was entschieden worden ist vor einiger Zeit. Kaiser Ebersdorf wird nicht mehr überflutet bei Starkregen, aber es gibt auch mehrere Systeme, auch Kultur ist ganz wichtig. Für die Kunst- und Kulturszene Simmerings stehen Künstlerinnen und Künstler wie die Malerin Jasmin Dobrowski. Mitten in Simmering teilt sie sich ein Atelier mit einem Künstlerkollegen und hat sogar eine kleine Überraschung für den Bezirksvorsteher-Stellvertreter. Ein eigens gemaltes Bild zu seinem Jubiläum. Bei meinen Bildern ist es so, dass ich gerne die Emotionen zum Ausdruck bringe und bei meiner neuen Serie dann auch die Verbindung mit der Natur. Und das ist mir sehr wichtig. Sein Engagement erklärt Thomas Steinhardt in Gesprächen oft auch mit seinem Fokus auf die kleinen Themen des Alltags, die für die Simmeringerinnen und Simmeringer am Ende des Tages einen Unterschied machen. Dementsprechend wird hier auch nicht gelten gelassen, dass Bezirkspolitik nicht so wichtig sei wie die Stadtpolitik. Den Leuten ist es grundsätzlich zwar wichtig, was auf Wiener Ebene passiert, aber es gibt auch natürlich kleinere Probleme wie ein voller Mistkübel, wie ein Bankerl, was halt fehlt, um sich hinzusetzen, auszuruhen, wenn man auf die öffentlichen Verkehrsmittel wartet. Und da ist es halt sehr wichtig, so im Bezirk Politik zu betreiben. Wir sind auf der Straße unterwegs, wir sind auf allen möglichen Foren vertreten und wir kommen natürlich eins zu eins mit, was die Bevölkerung möchte. Ja. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Eben deshalb gibt es Bezirksrätinnen und Bezirksräte, deshalb gibt es auch die ganzen politischen Mandatare auf Bezirksebene. Gesagt, getan, wird der Bezirkspolitiker auch weiterhin viel unterwegs sein und hineinhorchen in die Simmeringer Bevölkerung. Gemeinsam mit der Wiener Stadtregierung will er Simmering vor allem in Sachen Infrastruktur, Gesundheit, Wohnen und Sicherheit in die Zukunft führen.